Dann leider für Aalen die Wattenscheider auch heute. Und Jupp Tenhagen begrüßte an seiner ehemaligen Wirkungsstätte erst einmal alte Weggefährten, zum Beispiel seinen Nachfolger auf der Trainerbank in Wattenscheid, Hannes Bongartz. Die beiden zwei echte Bundesliga-Urgesteine. Nur 1500 Zuschauer in der Lohheide, je zur Hälfte aus Aalen und Wattenscheid, sahen dann zu Beginn einen sehr engagierten Gastgeber, der mit viel Tempo aus der Kabine kam, Abdul Iyodo. Mit der ersten Möglichkeit gerade einmal 120 Sekunden gespielt. Die Flanke von Markus Katriniok und der Nigerianer Iyodo mit einer ersten artistischen Flugeinlage. Der Tabellenzweite aus Aalen in der ersten halben Stunde nicht so überzeugend wie in den letzten Wochen. Die Defensivabteilung immer wieder zu weit weg von ihren Gegenspielern, so wie hier. Langer Pass von Markus Katriniok. Dann Iyodo. Schönes Zusammenspiel hier mit Ebbers. Und der kleine Sergei Diktia steht goldrichtig. Das 1:0 für die SG Wattenscheid 09. Überragend herausgespielt und dann kaltschnäuzig vollendet. Die Reaktion der Aalener, sie folgte auf dem Fuß. Smilanski nutzt die Verwirrung in der Hintermannschaft. Der Ausgleich nur 8 Minuten nach der Führung. Großkampftag im Wattenscheider 5-Meter-Raum. Torwart Christoph Jakob dementsprechend ohne Durchblick und daher auch ohne jegliche Abwehrmöglichkeit. Aufmerksamer Beobachter auf der Tribüne. Siegenstrainer Ingo Peter, sein Team heute spielfrei. Deshalb konnte er in aller Ruhe spionieren. Sonntag ja das Spitzenspiel Aalen gegen Siegen. Doch zurück zur Partie heute, kurz nach Wiederanpfiff. Diese Szene, Foul von René Hecker an Sergei Diktia. Die Folge klar, Elfmeter für Wattenscheid. Und diese Chance lässt sich der Regionalliga-Rekordtorschütze Marius Ebbers natürlich nicht entgehen. Das 2:1, sein 21. Saisontreffer. Danach die Aalener mit wütenden Angriffen, jedoch vor dem gegnerischen Tor zu oft zu verspielt. Musemestre Bamba hier mit der besten Ausgleichschance. Der endgültige K.O. für den Tabellenzweiten, der mit großen Hoffnungen hier nach Wattenscheid gereist war, dann gut 2 Minuten vor dem Schlusspfiff. Der eingewechselte Thorsten Schmugge auf Abdul Iyodo. Und er hat keine Mühe, das 3:1 für die Gastgeber zu erzielen, inklusive Haltungsnote 10,0. Lobenswert darüber hinaus die uneigennützige Vorarbeit von Thorsten Schmugge, der dem Nigerianer den Treffer erst ermöglicht. Und weil Schiedsrichter Buchkrämer immer noch nicht abpfeifen wollte, setzten die Wattenscheider, weil es gerade so gut lief, noch einen drauf. Der Treffer zum 4:1 Endstand, Iyodos zweites Tor am heutigen Tag. Im Übrigen klasse aufgelegt von Sturmpartner Marius Ebbers. Wattenscheid schlägt Aalen überraschend deutlich mit 4:1 und für Jupp Tenhagen hat nach dem Schlusspfiff schon die Vorbereitung auf die Partie gegen Siegen begonnen. Wir werden die Tage bis zum Sonntag nutzen, dementsprechend über diese Dinge wie heute, über diese Fehler von heute zu sprechen und über die mangelnde Bereitschaft sprechen. Und ich denke, dass wir bis zum Sonntag die Dinge wieder hinkriegen und dann gibt es ein reines Endspiel in Aalen gegen Siegen. Und das gibt es dann natürlich auch bei uns zu sehen, doch für den Moment zeigen wir Ihnen noch einmal den Mann des Tages, Abdul Iyodo. So schön und so akrobatisch jubelt keiner im Westen. Wie gesehen schlägt Wattenscheid Aalen 4:1.